Nikos, willkommen in der Lausitz. Hallo, hallo. Stell dich den Fans kurz vor. Ja, ich bin der Nikos Sokafakis, bin in Berlin geboren und freue mich jetzt hier zu sein auf jeden Fall. So, du bist Nummer 11, kann man erraten, ein Stürmer, der die Energieoffensive weiter beleben soll, oder? Ja, genau. Ich bin links oder rechts außen flexibel, kann aber auch ab und zu im Sturm spielen. Aber meine Lieblingsseite ist auf der linken Seite. Welche Stärken bringst du mit? Ja, ich bin ein Typ, der relativ schnell ist, der auch mit beiden Füßen schießen kann, flanken kann. Und ja, die Hauptsache, dass ich schnell bin. Und was hat dich von Energie Cottbus überzeugt, jetzt hergewechselt zu sein? Boah, mich hat es inspiriert, wo ich hierher kam, wie ich aufgenommen wurde, was die für Vorstellungen haben mit mir. Und ja, alles, das ganze Umfeld, sehr professionell, ob es die Kabinen sind, ob es der Kraftraum ist oder so. Ja, und darauf hatte ich dann irgendwann, habe ich mir dann gesagt, so habe ich Bock drauf. Kanntest du den Spieler, die jetzt hier sind? Ja, ich kenne schon 2, 3, 4 Spieler durch frühere Zeiten, durch Hertha BSC. Und ja, wurde super aufgenommen. Und was hat Energie Cottbus mit dir vor? Boah, sie wollen mich halt weiterentwickeln, weiter nach vorne bringen. Ich war jetzt schon in der 2. Liga im Bundesliga-Kader, aber habe leider nicht so die Chance bekommen, mich zu zeigen. Und mir wurde eine Version aufgezeigt, mich da wieder hinzubringen. Und ja, darauf habe ich Bock. Wie viel Bock hast du auf Spielen vor Zuschauern? Jetzt Samstag geht's ja los. Boah, riesig. Ich freue mich auf die Fans. Ist mal was Neues für mich. Ich hatte schon mal in der früheren Zeit 2, 3 Mal. Ja, wird was Neues, wird aufregend, aber ich habe Bock, ja, die Fans kennenzulernen und einfach Gas zu geben und mit den Fans zu jubeln. Willst du gegen Auerbach schon angreifen? Natürlich, aber das ist natürlich Trainerssache und ich bin ja auch lange nicht im Training gewesen. Muss man dann halt schauen, wie es passt. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich dann zum Einsatz kommen kann und der Mannschaft helfen kann. Und ja. Dann wünschen wir dir erstmal viele Tore und viele Vorlagen. Dankeschön.